Cheerio, meine lieben Farmer, willkommen zurück zu Stardew Valley. So, jetzt mal unsere Frau. Hi. Was? Ich bin froh, dass mir das Putzen langsam Spaß macht. Das Haus wird sehr schnell dreckig. What the fuck? Also so dreckig ist das Haus jetzt auch nicht. Er fühlt sich einfach gut an, ins Bett blank was zu bekommen. Kann ich einen Kuss haben, bevor du gehst? Aber natürlich. Ja, du bist übertrieben. So dreckig ist das Haus, aber der Nonne nicht, ey. Nein, das ist alles gut. So. Guten Morgen. Ich bin sehr beeindruckt, genieße deine Belohnung. 10.000 haben wir gerade bekommen. Weil wir auf Stufe 24 gekommen sind. Alles klar. Dann können wir uns mal... Moment, ich muss das mal für mich ein bisschen leiser machen. Laut. Ist das laut? So, ich werde doch mal kurz hier am OBS mal was drehen. So. So, guten Morgen hier. Alles klar? Gesagt. Und das mit der Heizung finde ich immer schön. Ich habe damals, also ich weiß, das glaube ich, zwei sind trotzdem nutzlos, aber ich habe gedacht so, das kommt dann ein bisschen besser, wenn da so mehr Heizungen sind als nur eine. So. Wir könnten heute eigentlich wieder mal in die Wüstenruine gehen. Wir haben genug zu essen, wir haben Bomben. Sagen wir mal so, ich gehe mal kurz zum Fernsehen gucken. Und sollten wir heute richtig Glück haben, gehen wir in die Wüstenruine. So. Oh. Moment. Das ist weg. Oh, wir müssen mal gucken, ob jemand Geburtstag hat. Aha. Fällt mir jetzt gerade mal so spontan ein. Tschüss. So, mal kurz die Blaubeeren gießen. Guten Morgen. Da siehst du mal, die obere Reihe ist wieder frisch. Wieder frisch hier. So. 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 Sehr schön. Bap, 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 bap. Dann mal hier unten rein. Auch fertig. Bop, 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 bop. Bop, 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 bop. So, zwei Eier. Dann schmeißen wir auch mal die Wolle drauf. Dann müssen wir mal hier ein bisschen sortieren. Milch. Milch. Ei. So, sehr schön. Das Ei. Die Milch und die Milch und die Milch. So. Der Rest muss jetzt leider erstmal hier rein. So. Stimmt, wir haben Regen und was für Gunther. Ein Regentotem. Mhm. So. Perfekt. So, wie gesagt, jetzt gehen wir mal kurz rein ins Haus. Zwei Sachen. Gucken, wie euer Geburtstag hat demnächst. Und wie das Glück heute beschieden ist. Erstmal packe ich hier das da rein. So. Guten Morgen, wollte ich schon sagen. Hallo. So. Sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Das ist gut. Ja, Sebastian hat Geburtstag. Harvey hat am 14. Geburtstag. Alles klar. Dann mal. Tschüss, Schatz. Ich gehe dann mal mich um ein bisschen mit mörderischen Monstern kloppen. Da kommt auch Pam schon. Wir müssen demnächst mal gucken, dass wir wieder ein paar Bomben bauen, ne? Wenn das denn... So. Los. Los. Und ja. Let's go.
Hallo, Wüste. So, rein hier. Da ist sogar schon eine Leiter. Tschüss. Toll. Okay. Holla. Das war so viel zum Thema Glück hier. Zack. Holla. Sehr schön. Oh fuck, da kommen zwei. Mal einen Käse reinschmeißen. Nö. So. Auch nicht wieder. Ja. Tschüss. Sehr schön. Ich bin zwar jetzt ein bisschen übervorsichtig, aber hey. Geht weg. Nö. Tschüss. Eieieiei. Entschuldigung. Immer früh morgens. Ihr kennt das ja bei mir. Okay, hier gab es nichts. Es gibt extra Glück. Warum kriege ich hier keinen Lock oder so? Schon wieder so ein Riesenraum, ey. Verdammt! Penner! Boah, das war knapp. Jetzt schnell Käse reinziehen. Oh, puh. Wie das noch mit extra Glück? Ja, da ist eins. Drei Ebenen nur. Nom 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 nom. Rrrr.
Besonders für Steine ist das immer echt eine gute Wucht hier. Ich glaube, ich habe es gesehen, einfach nur drauf gehauen. Hau ab! Nein. Weg. So. Bums und zack. Wow. Moment. So, hier bitteschön. Schenke ich euch. Oh fuck. Nö, 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 nö. Vergiss es. So viel zum Thema Glück, ey. Glück mein Arsch. Verdammte Wahrsagerin, ey. Das kann ja lang gehen. Nee, ich mach keinen Nebel mit. Das ist Selbstmord da unten. Ihr seht, wie viele die Viecher immer wieder abziehen. Mein Bestes ist natürlich, man geht da unten echt mit Barfoot hin, so. Also verstärkte Verteidigung und bababa. Hi. Netter Versuch. Boah, Alter. Ne. Ich glaube, wir sollten uns das wirklich dann aufheben. Auch diese Wüstenruine, wenn wir dann so ein bisschen was am Backfood gekocht haben. Zum Thema mehr Verteidigung, etc. Wäre jetzt so mal spontane Idee von mir. Boah, das kurz ja eben gerade vergessen. Von wegen, oh, das ist ein bisschen extra Glück. Mhm. Mich auch, ey. Ich sag gut, mein Hintern. So. Dann erstmal die Sachen hier rein, ne? Bop, bop. So, zack, zack. Naja, Steine kommen woanders rein. Was ist das denn hier? Ah, was für Gunther, alles klar. Iridiumerz ist natürlich auch wieder dabei. Ach, guck mal, die sind da oben drauf fertig, die Iridiumerze. Damit könnten wir eigentlich, damit bauen. So. Gleich mal gucken. Was wir denn damit dann bauen. Wir können natürlich eine Gießkanne bauen, aber die Frage ist, ob das so viel Sinn macht. Hä? Wo habe ich die Steine denn drin? Bin ich jetzt blind? Da, ach, da, wir haben 9. Ah, okay. So, ich nehme mal die Geoden hier alle mit. Die können wir dann ja mal aufknacken lassen. Genau. Warte mal, zack, zack. Sehr schön, an dieser Iridiumbarren. Heps. Heps. So. Hier, 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 hier. Genau, so. Perfekt. Dann hier die Kohle wieder rein. Und wir werden jetzt mal morgen ein bisschen Geoden aufknacken auch. Ich jetzt einmal unten in unsere Dings rein. So, die Bomben packe ich dann auch erstmal. Die Bomben packe ich jetzt auch erstmal hier unten hin. Das ist ja dann unser Essen, ne? Wir müssen halt nur noch mehr wiederherstellen, auch an Bomben und so. So, zack, 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 zack. Wunderbar. Dann natürlich auch die Wolle. Wolle will's wissen. So, so. Dann haben wir ja hier drinnen noch. Hier. 1, 2, 3. Nehmen wir jetzt mal mit. 1, 2. Und 1, 2.
Mit. Bop. Dann hier. Bop, bop. Und dann. Bum, bum, bum. So. Sehr schön. Demnächst soll es für Stardew Valley auch ein Patch geben, womit man zum Beispiel mit der. Hab ich gerade verhört. Mit dem Stoff was machen kann. Ah, das ist der Ofen. Was ist das denn für ein Geräusch? Womit man mit dem Stoff was machen kann. So, Schatz, wollen wir ins Bett? Ja. Ich hab voll wenig Spaß. Steht mir nur müde ist. Ach, komm her. Die ist eigentlich gar nicht in ihrem Zimmer, ne? Auch schon aufgefallen. Ein bisschen Geld. Sehr schön. Wie viel kostete nochmal der Möbelkatalog? 250.000, ne? Naja, brauch nur noch eine Fuhre an Dings und dann hat sich die Sache. Hey Schatz. Liebling. Riecht gut, ne? Ich hab dir Frühstück. Och, das ist aber lieb von dir. Ich weiß, dass du mit deiner Arbeit beschäftigt bist. Ich bin hier, um dich bei allen zu unterstützen. Haben wir aber ihr jetzt eigentlich mehr Herzen? Ja, ich wollte gerade sagen. Müssen wir uns auch irgendwann mal um Kinder und so kümmern? Nee. So, was bringt denn Kartoffelpuffer mir? Einmal Hofarbeit, alles klar. Wenn unsere Frau schon uns so lecker Frühstück macht. Nom. Ah, so. Ich sehe das, ihr Bäume. Hier. Ich sehe das. So. Guten Morgen. Ne, wart wieder fleißig, ne? Sehe ich hier. Ich guck da nochmal, wie das mit unseren Heu denn so steht. Bock. Bock, bock, bock. So, genau. Ihr macht es euch hier drin gemütlich. Wie geht's euch? So. 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 Super hier. Dankeschön. So, heute gehen wir mal zum reisenden Händler wieder. Erstmal gießen hier. So, so. So, perfekt. So. Dann hier rein. Oh. Ein Diamant ist fertig. Den packe ich auch hier rein, den Diamanten. Sammeln wir erstmal. Ach Gott, jetzt habe ich hier. So, zweimal Milch. Dreimal Milch, besser gesagt. Zack. Dann natürlich die Eier noch. So. Zack, zack. Sehr schön. Dann die Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Haben wir hier noch eine drin? Wolle, Wolle, Wolle. So. Dann hier die Milch nochmal wieder rein. Genau, das war's auch schon. Bop. Sehr schön. Dann mal ab in die Stadt. Zu Clint und Gunther. Hier fürs Geschenk, wenn man umtreffend ein Geschenk möchte. In die Stadt bitte.
Hallöchen. Clint? Wieso ist denn sein Laden offen, aber er ist nicht hier drinne? Hat jemand Clint gesehen? Hallo? Ja, ich habe hier einmal eine Schriftrolle für euch. Das passt leider nicht mehr hin. Pack die mal da hin. So. Hey Penny. Bist du mit Linus befreundet? Er lebt in einem Zelt in den Bergen. Ja. Hä? Warum ist Clint nicht in seinem... in seiner Schmiede? Ey, Clint, ich möchte Dings aufknacken. Geon, wo bist du? Leute, hat jemand von euch Clint gesehen? Der kann ja schlecht jetzt schon im Saloon sein, der hat dazu. Ist der vielleicht bei Emily? Emily. Emily ist auch weg. Hä? I'm confused. Help. Ich bin irritiert. Clint ist weg. So, dann gehe ich jetzt halt erstmal zum Laden hier oben. Iridium-Herz. Siegerfurt. Hummer, perfekt. Dann können wir dich auch abgeben. Haha. Schön, dass du es dabei hast. Blaue Bar, schön Garotto, moderne Bank, Sammler Vogelschwein. Wer wollte den Hummer nochmal haben? Oh, Gus. Gus wollte den Hummer haben. Alles klar. Und dann haben wir den jetzt auch endlich mal raus. Das Wintermysterium haben wir doch schon. Dum-dum. Ich habe aber die Mission für das Dings noch nicht, ne? Das war das Kraftfeld da, eine Katalysation öffnen können. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wo Clintus ist. Hey Gas. Oh, das ist gut. Pass auf dich auf. Ja, mach ich. Danke. Firma dankt. Es war 300 weniger, als wir ausgegeben haben. Aber hey. Hauptsache, wir haben die Quest jetzt mal weg. Sind die hier unten? Also ich habe ja irgendwie das Gefühl, so eine kleine Sequenz irgendwie gerade zu verpassen. Keine Ahnung, wo Emily und Clint irgendwo sind oder so. Weil wir wissen ja, dass Clint, in Emily verliebt ist. So, bist du jetzt mal da? Der ist immer noch nicht da. Hat er hier wenigstens einen Zettel hinterlassen? So, ey, ich bin jetzt mal hier unterwegs oder so. Pläne zur Metallbearbeitung. Nö. Ein Blick hinein, schmutzt da vor sich hin, blubbert. Ist jetzt nur für einen Freund. Das ist meine Schuld. Ich bin zu schüchtern. Ja, deshalb gerade. Ach. Ich bin verwirrt. Ich bin aktuell verwirrt. Ich glaube, ich werde... Entschuldigung. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen nachforschen und gucken, was los ist. Warum denn hier kein Clint ist, kein Emily. Oh. Asmodeus. Jetzt? Oh, Edna, ich habe auf dich gewartet. Ach, Entschuldigung.
Hat dir jemand erzählt, dass ich mal verheiratet war? Komisch, ich weiß, für einen Mann wie mich, aber das ist die Wahrheit. Meine Ehefrau und ich waren für viele Jahre zusammen, bis ich einen Fehler gemacht habe und sie verließ. Ihre Wut und Missgunst waren so stark, dass sie grün anlief und begann durch die Landschaft zu fliegen und alles in jeden zu verfluchen. Bitte was? Als ich davon erfuhr, versiegelte ich die Passage zu ihrem Zuhause, da ich befürchtete, diese unschuldigen Stadtbewohner ihren schwarzen Magie verfallen könnten. Da sind Hühnerfüße. Aber jetzt muss ich den Durchgang geöffnet werden. Als wir uns trennten, stahl sie meine magische Tinte. Ich muss diese magische Tinte zurückhaben. Ich würde es selbst erledigen, aber ich kann sie nicht wiedersehen. Darum benötige ich seine Hilfe. Um die Passage wieder zu öffnen, benötigst du einen dunklen Talisman. Sprich mit Krobos in der Kanalisation. Er sollte wissen, wo du einen finden kannst. Ich zähle auf dich. Solltest du es schaffen, meine magische Tinte zurückzuholen, werde ich dich reich belohnen. Feigling! Ich glaube, die ist nicht so eingesperrt, wie du es glaubst. Ja, Leute, ich würde sagen, ich bin ja die Folge für heute. Ich kann dann mal ganz kurz nachforschen, wo denn der Clint ist. Weil irgendwie ist das schon seltsam. Und dann werden wir uns morgen darum mal kümmern, dass wir die magische Tinte vom lieben Asmodeus holen. Wäre super, wenn ihr ein paar bewerten könntet, denkt an den roten Knopf von Stardew Valley. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bye, bye.